Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute haben wir wunderbare Gäste. Ich habe Dr. Friederike Wichel hier aus der Swiss Mountain Clinic und einen ganz besonderen Gast aus USA heute live bei uns, Dr. Dietrich Klingenhardt. Arzt, Lehrer, Wissenschaftler, begleitet uns schon viele Jahre und ist immer am Zeitgeist. Er integriert immer die neuesten Erkenntnisse in seine Arbeiten und somit wird es heute eine wunderbare Sendung und wir sprechen über die präventivlose Schulmedizin und was aus Sicht dieser ganzheitlichen Ärzte gewünscht wird, was wir wirklich benötigen in unserer Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass wir heute in der Konstellation sind. Lieber ja, Dietrich, danke heute für die Einladung. Ja, ja, auch unsere Premiere in echt. Ich bin ja viele Jahre auch schon immer Fan von dir und freue mich, danke. Ja, dass du heute da bist. Liebe Friederike, du begleitest ja wirklich auch die Patienten ganzheitlich und das ist ja auch immer wunderschön. Und jetzt stellt sich aber mir trotzdem die Frage, hast du in deinem Studium zu Prävention und Schulmedizin, gab es da irgendwelche Schnittstellen, Seminare? Gab es, aber natürlich nicht viele. Zur Präventionsmedizin gab es zwei, ne? Wo man lernt, wie man quasi gesund bleibt, wie man Krankheit in Zukunft vermeidet. Und in der Schulmedizin ist es ja so, man hat die Primärprävention, man lernt die Tertiärprävention und die Sekundärprävention. Ne? Also primär das Meiden von Risikofaktoren. Jeder Arzt sagt dir, hör das Rauchen auf, meide den Alkohol. Dann hast du die Sekundärprävention, wenn Menschen dann schon Diabetes haben, dass alles getan wird, in Anführungsstrichen, um dann den diabetischen Fuß zu vermeiden. Und die Tertiärprävention, das haben wir gelernt, wenn einer dann schon eine KHK hat, also wirklich, wo die Gefäße im Herzen verkalkt sind, verstopft sind, die schon den Herzinfarkt hatten, dass man dann quasi alles tut, um einen zweiten, dritten Herzinfarkt zu vermeiden. Das wird uns gelernt. Aber du weißt ja selber und Dietrich weiß es noch viel besser, mit welchen Methoden das in den Praxen heutzutage gemacht wird. Und das hat für mich persönlich nichts mehr mit Prävention zu tun. Ganz im Gegenteil, das fördert eigentlich noch die, ja, sagen wir mal, Komplikationen in der Zukunft. Lieber Dietrich, jetzt hast du ja schon einiges mehr Erfahrung und hast auch viele Wege der Schulmedizin angeschaut. Wie stehst du zu dem Thema? Ja, natürlich, also wir haben ja vorhin ein bisschen gesprochen, so die Krankheitsvorsorge oder das Vermeiden von Krankheiten ist ja wirklich nicht nur Vorsorge. Vorsorge heißt immer noch, dass die Krankheit trotzdem kommt. Aber das Vermeiden von Krankheiten ist natürlich das, was uns alle beschäftigt. Und natürlich, wenn das Wissen vorhanden ist, wie man Krankheiten vermeidet, dann wäre dieser Wissensstoff der große Feind der pharmazeutischen Industrie und der große Feind der Apparatemedizin. Und es ist für uns nicht verwunderlich, dass im Medizinstudium das Vermeiden von Erkrankungen eine kleine Randposition hat, wenn überhaupt, oder? Und ist natürlich, ich praktiziere jetzt seit 45 Jahren und wir sehen eben einfach, dass es relativ einfach ist, Krankheiten zu vermeiden. Sobald ich weiß, was für Krankheiten sind, so im Vorfeld, was, oder? Wir wissen, ich wohne in den USA, ich weiß, habe mitgekriegt, so ab 1980, okay, viele Patienten werden chronisch krank in den USA, durch Candida, durch Epstein-Barr und durch die Lyme-Borreliose. Und dann sage ich, okay, da passe ich ein bisschen besser auf, wenn ich in den Wald gehe, dass ich keinen Insektenstich bekomme, oder? Und ich gucke, dass ich aufhöre mit, also ich aufhöre, für mich war es kein Problem, aber dass ich sexuelle Intimität, dass die eine Schattenseite hat, dass dort viele Krankheiten ausgetauscht werden. Und ich als Deutscher in Amerika hatte keine Lust auf die typischen amerikanischen Erkrankungen und hab mich dort zurückgehalten, oder? Und wir wissen, dass die Haltung von Katzen in Italien haben 86% aller Katzen haben eine Toxoplasmose. Und die Chance, dass wenn ich eine Katze habe mit Toxoplasmose,
dass ich keine Toxoplasmose bekomme, ist gleich null. Ja, und das heißt, okay, Prävention, wenn ich nicht verrückt werden will, psychiatrisch krank oder chronische Müdigkeit, die verschiedenen Symptome, die es hier gibt, ist es besser, mal auf die Katze zu verzichten. Wobei, wenn ich jetzt höre, Alkohol, Zigaretten, Sex, Haustiere, macht das Leben keinen Spaß. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen müssen wir noch gucken, dass was übrig bleibt. Die Liste ist lang, aber es gibt so ein paar Schwerpunkte, oder? Und wir sehen einfach, dass wenn sich viele von meinen Patienten sind wohlhabende Leute, die sich informieren wollen, okay, wie kann ich aus diesem Leben noch so viel wie möglich rausleben. Und dazu muss ich gesund sein, muss in meiner Kraft sein, muss gut schlafen. Oder wie komme ich dahin? Und wie vermeide ich die großen Dinge, die kommen? Krebserkrankungen und chronische Autoimmunerkrankungen und dies alles. Und hat sich herausgestellt, dass die Rezepte relativ einfach sind. Ich kann mal ein Beispiel sagen, Autismus. Oder wie kann ich Autismus verhindern? Ja, man muss hier mal wissen, was sind die Hintergründe. Oder ich weiß einmal, ein Hauptfaktor, wenn man ein autistisches Kind haben will, also ein Kind, die werden ja meistens normal geboren, dann so mit anderthalb Jahren kommt dann der Zusammenbruch bei der dritten, vierten, fünften, sechsten Impfung oder ein anderes Trauma, wo es dann losgeht. Oder? Und um das zu verhindern, oder wenn ich das möchte, dann muss ich gucken, dass die Mutter ihren Schlafplatz während der Schwangerschaft in der Nähe vom WLAN-Router, ja, ein ganz zuverlässiger Faktor, um das Kind, was hier sich entsteht, neurologisch krank zu machen später. Das Zweite, was ich machen muss, ich muss während der Schwangerschaft nur mal ein paar Tage der Mutter Acetaminophen geben. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, dieses Schmerzmittel. Paracetamol heißt es bei euch. Das ist der gleiche generische Name, hat zwei Namen. Also ein paar Tage Paracetamol, dann vervierfacht sich die Chance, dass das Kind autistisch wird, oder? Und dann kann ich noch darauf achten, dass die Mutter ein paar Amalgamfüllungen hat. Da gibt es den direkten Zusammenhang. Je mehr Amalgamfüllungen, desto mehr Autismus. Und jetzt natürlich haben wir diese neue Methode, die jetzt inzwischen auch schon Schwangeren empfohlen wird, wo jetzt schon bekannt ist von den Vorstudien, dass sich die Zahl der Kinder, die Probleme haben, deutlich erhöhen wird. Gut, und umgekehrt wissen wir von Studien, dass wenn die Mutter einen guten Vitamin-D-Spiegel hat während der Schwangerschaft, dann geht die Inzidenz von Autismus praktisch auf null runter. Wow, okay. Auf null. Das ist natürlich schon. Trotz dieser anderen Faktoren. Und wenn ich noch die anderen Faktoren ein bisschen berücksichtige und achte auf den Vitamin-D-Spiegel, der sollte nahe an der oberen Grenze vom Referenzbereich sein, weil der Referenzbereich, der uns gegeben wird, uns Ärzten, ist der von einer gestörten Bevölkerung, oder? Ja. Und das heißt, viele Referenzbereiche von diesen einfachen Mitteln nimmt man nicht den Mittelwert, sondern geht bis an die Obergrenze oder sogar ein bisschen drüber raus. Und damit allein zum Beispiel ich habe jetzt über 4000 Schwangerschaften betreut, hauptsächlich von Frauen, die eine Borreliose hatten, die zu mir kamen mit chronischen Erkrankungen, die trotzdem dann unter meiner Führung ihre Kinder hatten. Und von 4000 Kindern keins autistisch. Wunderbar. Ich habe heute in meinem anderen Seminar gesagt, oder im Moment die USA-Statistik ist von New Jersey, wo also immer einzelne Bundesstaaten, wo man an die Statistik drankommt. New Jersey, 1 von 17 Kindern autistisch. 1 von 17, oder? Ich habe 4000, wo keins autistisch ist. Das ist doch mal spannend, oder? Und das einzige Unterschied ist die Prävention. Und da vielleicht nochmal, was du vorhin gesagt hast, ne? EBV, Candida, Borrelien und so weiter. Zur Prävention gehört ja auch das Milieu. Das ist das ja das, was ich jetzt auch merke, wo ich die Parasiten diagnostiziere und behandle. Ne? Mhm. Da kann ein Tatar mit einem Rinderbandwurm verseucht sein, aber der eine wird ihn entwickeln und der andere nicht. Ne? Das kommt auch darauf, also es kommt darauf an, wie geht's mir seelisch, bin ich ein fröhlicher Mensch, bin ich ein depressiver Mensch, habe ich einen hohen Stresspegel oder nicht, wie ernähre ich mich, ne? Die Anzahl der Vitalstoffe in meiner Ernährung, also ne, ich will nur sagen, viel EBV, aber viele Amerikaner sind auch angreifbar aufgrund dessen, was dann natürlich so in der Gesellschaft passiert. Ja, ne? Es gibt diese tolle Studie von einem amerikanischen Kinderarzt, der hat geschaut, zwei Kohorten von Kindern, die einen hatten ihr normales Impfprogramm durch, die anderen ungeimpft. Und dann 20 Jahre später geschaut
Und die Ungeimpften waren wesentlich gesünder, wesentlich schöner, größer, bessere Zähne. Mhm. Erschreckend. Ja, auch für die rückwirkende Betrachtung. Also, ja. Und das ist ja eigentlich, wenn wir über Prävention sprechen oder mehr sagen wir zu dem Thema nicht oder dürfen wir nicht, aber es muss doch mal gesagt werden. Aber was interessant ist, ne, du hast ja da diese zwei Sichtweisen. Ich lerne im Studium, die Impfung wäre ja wahrscheinlich dann Sekundärprävention, ne? Mhm. Weil es vermeidet in Zukunft eine Krankheit. Es schützt dich vor Mumps, Masern, Röteln und so weiter. Wir, oder wie Dietrich das eben sehr schön geschrieben hat, sagst, ist überhaupt keine Präventionsmaßnahme. Ne? Also da sind ja die Welten auch total verkehrt. Ja, ja. Jetzt habt ihr natürlich in der Swiss Mountain Klinik die Möglichkeit, dass man wirklich sagt, okay, ich komme vermeintlich als gesunder Mensch, also noch nicht mit irgendwelchen großartigen Diagnosen, aber ich verbringe jetzt zum Beispiel wirklich präventiv eine Woche bei euch. Was für Maßnahmen gibt es, um zu sagen, Schwermetalle, Parasiten, was kann ich da alles mal präventiv checken, dass nicht das Kind irgendwann in den Brunnen fällt? Also wir haben ja spezielle Wochen, aber auch sehr individuelle Wochen. Und wenn jemand daherkommt, so wie du, der sagt, ich bin eigentlich gesund, ich stehe in der Blüte meines Lebens, ich will aber einfach mal wissen, wie sieht's in mir aus, dann haben wir so eine Gesundheitscheckwoche, wo einfach alles drin ist. Ne? Also vegetatives Nervensystem, Herzratenvariabilität, eine Thermografie, um mal zu gucken, gibt es irgendwo Störfelder in deinem Körper, gibt es irgendwo Regulationsblockaden, dann machen wir das Dunkelfeld bei allen. Ich mache die Parasitendiagnostik mit allen. Ne? Mhm. Wir gucken nach Schwermetallen, Mineralienmenge, wie gut sind sie mit Vitamin D und Co. versorgt. Und am Ende der Woche können wir dann einfach so ein bisschen dem Patienten Einblick geben, hey, hör zu, da und da und da, auch Zähne, ne? Zahnpanoramaaufnahme, da habt ihr ja auch tolle Videos gemacht mit dem Dr. Lechner, der einfach wirklich erklärt, wie einfach die Zahnkiefergesundheit mit eine Rolle spielt. Und viele wissen das gar nicht, ne? Die tragen ihre Implantate mit sich rum, haben ihre wurzelbehandelten Zähne und sind völlig fehlreguliert. Hm. Wie checkst du deine Patienten präventiv? Ich meine, du bist jetzt auch natürlich die Koryphäe in kinesiologischer. Wir machen im Prinzip genau das Gleiche. Wir machen nur zusätzlich, wir machen gute Labordiagnostik. Das ist halt bei uns in Amerika, muss man das machen. Wir machen auch bildgebende Verfahren, Ultraschall. Wir machen auch Thermografie in Praxis. Bei mir wird jeder Patient zahnmäßig untersucht. Was machst du im Blutlabor? Machst du Dunkelfeld oder also wirklich auch Blut? Nee, Schulmedizin ist das Labor, aber wir schließen mit ein die ganze Diagnostik von Borrelien und Co-Infektionen, von den Viren, die uns Coxsackie-Viren und Herpesviren, so die Hauptgruppen, obwohl ich es eigentlich für meine Arbeit nicht brauche. Wir haben mit meiner ART-Diagnostik, bin ich da sehr viel schneller, aber aus legalen Gründen kann ich es nicht sagen, oder? Du hast eine Borreliose und behandeln. Man muss sich schon jetzt im Labor zeigen, okay, ja, ist wirklich da. Und manchmal ist es für den Patienten auch wichtig, dass das auf dem Laborplatz ist. Ja. Leider habe ich die Kollegin verloren, die bei uns Dunkelfeld gemacht hat. Ich habe sie auch mal selber gemacht. Und jetzt im Moment ist halt zeitlicher Aufwand. Und Dunkelfeld ist fantastisch, weil es ein direktes Feedback gibt dem Patienten, wenn er sein eigenes Blut anschaut. Da passiert auch unbewusst schon ganz viel, dass das Immunsystem, oh mein Gott, blockiert. Mhm. Und Cori, jetzt seht ihr wahrscheinlich auch. Das erhöht total die Compliance beim Patienten, wenn du das Dunkelfeld machst. Ja, aber wir haben auch den direkten Heileffekt beobachtet. Mhm. Ja, dass die Leute, wenn die ihr eigenes Blut anschauen und sagt, hier, guck, da kommen jetzt Parasiten aus der Zelle raus. Und dann nimmt es wahr und es wird sofort vom Immunsystem umgesetzt in Aktion. Das finde ich toll, wenn man das erlebt. Ja, aber das ist auch Prävention, ne? Die Macht deiner Gedanken. Du kannst dich ja selbst, ich kann mich erinnern, als ich in der Onkologie gearbeitet habe, da, wenn die Patienten in Stammzell transplantiert werden, ne, da werden ja die Zellen erstmal richtig runtergefahren. Und dann kamen die Leukozyten nicht hoch, ne? Die regenerierten sich nicht. Ne? Und dann wollte er die Spritze geben, um die anzuheizen, der Professor damals. Und die Patienten sagten, nein, ich will das nicht. Ich spreche mit meinen Zellen. Sie jeden Tag mit ihren Zellen besprochen. Du, und am dritten, vierten Tag stiegen die. Ne? Ja. Also ich kann es bewusst beeinflussen, was mit mir passiert. Wir können vielleicht auch noch ganz kurz, dass wir das nicht übersehen, den Einfluss von Psychotraumata
im eigenen Leben und in dem Leben meiner Eltern und Großeltern, diese epigenetischen Effekte, dass wir machen bei jedem Patienten, mache ich eine Genogrammarbeit, wo wir schauen, wo in der Familie sind große ungelöste Themen. Mhm. Und beim Patienten, der muss mir eine Traumageschichte aufschreiben, von Konzeption bis jetzt, wo die großen Ereignisse waren. Und wir wissen, oder, dass je mehr Leute traumatisiert sind in der Kindheit, aber auch in der Familiengeschichte, dass sie wesentlich größere Neigungen haben zu Erkrankungen, vor allem Herzgefäßerkrankungen, Bluthochdruck. Und das oft, dass wir das korrigieren können, wenn wir im Vorfeld das sehen. Wir haben unsere eigene Methode, Psychokinesiologie, mhm. oder wir gehen dann da direkt dran und versuchen, Heilung zu diesen traumatischen Ereignissen zu bringen. Oder die Familienaufstellungsarbeit von Bert Hellinger haben wir übersetzt, sodass das ein Behandler an der Liege machen kann. Und es ist fantastisch. Ich habe nur ein Beispiel, oder? Ja. Es war eine Frau, die war so Mitte 40. Die hatte 27 Diagnosen. Bluthochdruck, Krebs war dabei, Bluthochdruck, Schilddrüse, 27 harte medizinische Diagnosen. Haben wir eine Aufstellung gemacht und haben es gelöst zwischen ihr und ihrer Mutter und der Mutter der Mutter. Es war relativ einfach, eine halbe Stunde Aufstellung, so eine Gruppenarbeit, mhm. mache ich einmal die Woche. Hab sie nicht gesehen für ein Jahr, kam sie zurück nach einem Jahr. Alles, was sie noch hatte, war eine leichte Hypertonie. Mhm. 26 Diagnosen einfach von allein verschwunden durch diese Art der Arbeit. Und das ist was, wo wir in der Praxis sehr darauf achten, ist die psychologische Vorgeschichte. Was war psychologisch bei den Patienten, bevor sie zu mir gekommen sind in die Praxis. Und das finde ich jetzt echt spannend, weil ich nämlich vorhin auch das Thema hatte mit Diabetes und Erfrieren mit einer Generation davor. Kennst du diesen Zusammenhang? Also wenn jetzt zum Beispiel gerade auch eben Diabetes vorliegt und man ist jetzt so um die 60 und der Vater, der Opa im Krieg eben erfroren ist. Mhm. Kennst du diese? Nein, ich kenne das nicht speziell, aber wir sehen jeden Tag diesen Zusammenhang, Generationen der Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern. Weiter zurück schaffen wir es ja nicht, von dem, was bekannt ist und so. Das Ereignisse, die wir dort lösen können. Ich jetzt aber mit dem Diabetiker, mit dem Bewusstsein, dass der Großvater erfroren ist, dass das jetzt im System erkannt wurde, Heilung erfahren und dann kriegt der... Absolut, da gibt es dann bestimmte Vorgehensweisen therapeutisch, wie man damit umgeht. Ja, dass die jetzt lebende Person, oder, wird dann stellvertretend zu dem Großvater und wir lösen stellvertretend an dem jetzt Lebenden das Ereignis und bringen Frieden dazu. Mhm. Und es hat irrsinnige heilende Effekte, eben wie bei dieser Frau, oder 26 Diagnosen. Wenn ich da mit anderen Methoden vorgegangen wäre, oder, würde ich 26 Jahre brauchen, oder? Mhm. Und das in einer halben Stunde, dass wir es geschafft haben, 26 Jahre Therapie zu ersetzen. Das ist schon... Und wir sehen es immer öfter, je geschickter wir auch werden oder je mehr wir dem vertrauen, dass wir nicht immer gleich die Infusionen rausholen müssen und die großen Geschütze auffahren müssen, dass wir erstmal gucken, präventiv gucken, okay, das heißt, ich glaube, es hieß die Baker-Hypothese. Das war ein englischer Arzt, der hat Folgendes gemacht, der hat sich, in England wird man von der Konzeption bis heute erfasst, computermäßig, mhm. schon seit 50 Jahren ist es da. Also, und in England kann man tolle Studien machen, oder? Und der hat gesehen, dass wenn in der Generation der Eltern oder Großeltern ein großes traumatisches Ereignis war, dass die Enkelgeneration eine viel höhere Rate hatte an koronaren Herzerkrankungen, Bluthochdruck und dem Ganzen. Das hieß die Baker-Hypothese. Und er hat dann einfach auch einfache Lösungen gefunden dafür, ähnlich wie Bert Hellinger und so, und hat gezeigt, dass es nicht so sein muss, dass man die Erkrankung kriegt. Und das war so, gab es viele Nachfolgestudien, wo man dann erklärt mit der Epigenetik, ja, dass eben die Art, wie die DNA methyliert wird oder acetyliert wird, dass sich das ändert, wenn ein Trauma da ist. Und diese Veränderung, diese Fehlsteuerung wird weitergegeben an die Kinder, Kindeskinder. Nicht in der DNA, sondern außerhalb der DNA. Und dass das über viele Generationen weiterläuft. Und wir das abbauen können durch psychologische Arbeit, das ist noch nicht bekannt. Ja, mhm. Aber es ist
wird jeden Tag gelebt von vielen Therapeuten. Also ja, bekannt ist es schon, aber man wird wirklich belächelt. Also ich habe auch seit Jahren meine Themen immer, wenn ich was hatte, systemisch aufgestellt, Thema erledigt. Aber der hat dann halt nachher in den Vorträgen jeder dich angeschaut, was erzählt nie davon Quatsch. Ja. Ja, es ist nicht verbreitet. Ne? Ja, inwieweit siehst du das für die Zukunft, das auch wirklich zu integrieren in diese Ganzheitsmedizin? Ich meine, ihr seid ja wirklich Pioniere mit eurer Klinik in dem. Also ich spüre das ganz gut schon im ersten Gespräch eigentlich, dass der Patient eine große seelische Belastung mit sich trägt. Mhm. Und dann probiere ich ihn auch dahin zu lenken, dass er erstmal daran arbeitet. Mhm. Weil alles andere macht gar keinen Sinn. Auch so eine Infusion macht dann gar keinen Sinn, so wie Dietrich gesagt hat. Und da gibt es ja die verschiedensten Techniken. Ich habe dir vorhin ja schon erzählt, ich habe einfach sehr gute Erfahrungen mit dem Emotion Code gemacht, wo man wirklich all das traumatisch Erlebte oder auch Übernommene teilweise, was auf dich so negativ gewirkt hat, was negative Gefühle in dir ausgelöst hat, wie Angst, Wut, Ärger und so, das ist gespeichert. Ne? Das kann sich überall speichern im Körper. Ne? Davon geht der Brandy Nelson aus und da kann sich zum Beispiel im Rahmen der Erfrierung damals einfach ganz viel in den Drüsen oder in der Bauchspeicheldrüse, ne? Du weißt ja nicht, was der da erlebt hat, ne? Abgelagert haben, eingenistet haben und was dann von Generation zu Generation auch vererbt worden ist. Und du kannst das übernehmen und du löst auch im Rahmen dieses Emotion Codes Emotionen, die du geerbt hast. Und das ist unendlich spannend, was du dann, die Befreiung, die du dann erlebst. Mhm. Also ich habe es bei mir selbst erfahren und ich sehe es bei zahlreichen Patienten, die auf diesem Gebiet arbeiten. Und viele sind mittlerweile, gibt es noch andere Techniken und so, aber wo ich sage, sie müssen erstmal wirklich diesen ganzen alten Ballast, diesen ganzen alten seelischen Dreck wirklich ablassen. Da möchte ich noch kurz was zu sagen. Ich mache ja die Psychokinesiologie oder die auch so eigentlich die Vorstufe ist von vielen von diesen Techniken oder Mentalfeldtherapie. Aber was ich den Zuhörern auch sagen will, diese Art der Vorgehensweise kann ganz, ganz einfach sein. Es müssen keine 4 Jahre Therapie sein, dreimal die Woche auf der Couch, jedes Mal für 180 Euro, sondern es können ganz, ganz einfache einmal Gespräche sein mit ein bisschen begleitenden therapeutischen Maßnahmen. Es kann ganz, ganz schnell gehen. Und das ist für die deutschsprachigen Gehirne ganz schwer wahrzunehmen, oder? Der Amerikaner sagt ja klar, mach mal, oder? Und erwarten in einer Sitzung, dass alles abfällt, oder? Bei den Deutschen, der wagt sich gar nicht dran, weil sie sagen, es geht jetzt 4 Jahre oder 8 Jahre, bis ich da irgendwo anders drankomme. Ja. Und nur das weiß der Emotion Code und andere Systeme so aus der energetischen Psychotherapie. Da darf es auch ganz schnell gehen und einfach sein. Und das ist ja toll, dass ihr diese Schritte schon mit drin habt. Ich habe deine Mutter beim Arbeiten gesehen und sehe, dass sie es einfach, lässt es einfach einfließen in den Gesprächen mit den Patienten. Baut sie das schon ganz, ganz viel ab. Das ist halt, oder deine Mutter ist halt auch Heilerin, oder? Und lässt es ganz automatisch mit einfließen in die Arbeit mit Patienten. Und dann, oder die anderen Anwendungen, die ihr hier habt, die alle dazu geeignet sind, dass der Patient sich öffnet und viel loslässt. Ja, und der Vorteil an diesem, wie du sagst, der energetischen Psychoarbeit ist auch, du musst nicht nochmal das Trauma durchleben. Mhm. Du verbringst nicht Stunden auf dem Sofa und musst nochmal den Schmerz erfahren, sondern der Therapeut, ohne dass du es merkst, kriegt es sowieso raus. Mhm. Und er löst es. Und das in Windeseile. Mhm. Und das ist auch Prävention, indem ich mich immer wieder reinige, gerade in diesen Zeiten. Was denkst du, was da alles auf dich einfließt, was du unterbewusst gar nicht merkst, aber was gespeichert ist in dir? Gerade die Kinder, das sind so Techniken, da kann man mit den Kindern auch ganz viel tun. Super, ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch weiterreden. Können wir nochmal... Ja, Mensch, also vielen, vielen Dank und auch wundervoll, dass wir jetzt wirklich zum Schluss hin doch auf die Reinigung von uns selber, Körper, Geist und Seele dann am Ende gekommen sind. Und ich denke, das wird auch in Zukunft der Schlüssel einfach sein, weil der Körper zeigt uns einfach die Symptome zum Hinschauen, oder? Klar. Die Seele wohnt im Körper, der Körper in der Seele. Das ist so, es muss beides im Einklang sein. Vielen Dank, lieber Dietrich, ja, dass du da schön warst. Euch. Ja, fand ich auch. Danke euch beiden. Okay. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine geniale Runde, würde ich sagen. Ein tolles Thema und ein wunderbares Schlussbild. Ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.